News und Talks für Gebildete. Hilfe, unser Land geht unter. Ich glaube, der eine Song heißt Hurra, die Welt geht unter oder unsere Welt geht unter. Bitte, liebe Linksaußen und liebe Rechtsaußengemeinde. Ganz kurzer Hinweis. Hier könnt ihr anfangen zu studieren und euch aus euren Sekten zu befreien. Liebe Linksaußen und liebe Rechtsaußen, ihr glaubt, ihr hättet irgendetwas gelernt über die Welt und wüsstet irgendeine Wahrheit über die Welt. Es ist es aber nicht. Es ist keine Wahrheit, sondern es ist, als wäret ihr Sektenmitglieder und sozusagen in gefährlichen Sekten, die einfach die Unwahrheit euch beigebracht haben. Also eine Sekte bringt euch unwahre Erkenntnisse über die Welt bei, sozusagen. Und Einstein hier letztendlich, wo ist er? Na, da war doch noch ein Einstein. Ist er verschwunden? Naja, ist egal. Einstein war sicherlich nicht wichtig, den brauchen wir jetzt nicht. Der hat aus meiner Sicht nicht viel Wichtiges für die Menschheit gebracht. Aber Richtung Wahrheit, also ihr könnt hier bei den, dann unsere Empfehlung ist ja immer, zweite Scientist for Future 2 studieren. Kopernikus, Kepler, Galilei, Newtons, Mendel, Wallace, Darwin, das sind die wirklichen Genies der Menschheit sozusagen. Und dann sind hier noch, insgesamt sind es 80 hier von 100, die besten Denker der Erde sozusagen. Und das kann euch helfen, rauszukommen aus eurer Sekte. Also nehmt das wirklich als gut gemeinte Empfehlung, liebe Leute. Entsektifiziert euch. Linksaußen und Rechtsaußen haben nichts mit Erkenntnissen, nichts mit Wahrheiten zu tun, sondern mit völligem Ignorieren von Wahrheiten, was diese beiden Dinge so gefährlich macht. Und mit Linksaußen und Rechtsaußen meine ich so diesen Randbereich zwischen linksextrem und rechtsextrem oder linksradikal und rechtsradikal bis rübergehend ins, ja, ich nenne es jetzt mal einfach Links- und Rechtsaußen. Das sind alles Irrtumswelten, ja, sozusagen. Unser Land geht kaputt, weil wir alle weil unser Land generell einen riesigen Bildungsmangel hat, einen Rückstand hat, eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was Wissenschaft weiß, und dem, also, und das Problem ist auch, dass viele natürlich richtig erkannt haben, es gibt so viel Pseudowissenschaft, deswegen haben sie dann aufgehört, auf Wissenschaft zu hören. Das ist aber auch wieder ein Fehler. Es gibt nämlich nicht nur Pseudowissenschaft, es gibt auch Wahrheitswissenschaft. Ne? Und ja, unser Gehirn, das ist unsere einzige Chance. Und im Moment gehen wir kaputt, weil wir riesige Gehirnprobleme haben. Wir haben riesige Bildungsmangelprobleme im Gehirn sozusagen. Und wir haben Gehirnprobleme stofflicher Art, also sozusagen. Schauen wir uns mal kurz an hier. Die in der Linksaußensekte sozusagen, da wurde euch indoktriniert, dass irgendwie, ja, Menschen seien irgendwie alle gleich und das kommt nur auf die Bildung an. Wenn jemand eine gute Bildung hat, dann kann daraus jeder ein Einstein werden, egal ob jetzt nun Einstein eine wichtige Person war, aber der ist halt nun mal bekannt, ja, als aber das ist leider eben gar nicht der Fall, sondern die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Natürlich wissen wir zum Beispiel, wenn ein Baby geboren wird, und nehmen wir mal an, die Mutter hätte jetzt nicht geraucht, wäre
während der Schwangerschaft keine Drogen genommen, keine Hormonfleisch und so weiter gegessen und wäre, also die Schwangerschaft wäre jetzt nun mal ziemlich positiv sogar noch verlaufen. Ne? Nicht übermäßige Toxine in der Muttermilch und so weiter. Ja? Und, aber wenn jetzt, wenn wir jetzt das Kind nehmen und stecken es in einen dunklen Keller und füttern es zwar, aber sonst keinerlei Kontakt, da gibt es die sogenannte Hospitalismus- und Marasmusforschung, da weiß man, aha, dann wird es schlecht. Also dann wird die Leistungsfähigkeit, die berufliche Leistungsfähigkeit sehr schlecht werden. Das Kind kann vielleicht sogar noch nicht mal mehr sehen, weil also bestimmte Dinge bestmöglich nur zu bestimmten Zeiten gelernt werden können. Die Sprache kann nicht gelernt werden. Vielleicht kann die auch später nie mehr gelernt werden, weil die Natur natürlich nicht darauf eingestellt ist, sozusagen, dass Dinge so ungewöhnlich spät gelernt werden. Normal ist ja, dass die Mutter und das Kind in einer intensivsten Interaktion sind und dort das Kind im Prinzip alles Wichtige erstmal anfängt zu lernen, auch die ganzen Sensoriken, die ersten Gehirnverbindungen wachsen im Gehirn und so weiter, also dass da im Gehirn hier alles schön auswächst und so weiter. Und man spricht ja da manchmal auch von prägenden Prägungsphasen und so weiter. Ja, also auf jeden Fall kann man durch einen Mangel an Bildung, durch einen künstlichen Mangel an Bildung, kann man sicherlich auch aus dem Kind eines Albert Einstein oder eines aller Genies der Erde hier, der Kopernikus, Kepler, Galilei, Gregor Mendel, Wallace, Darwin, aus solchen Genies und den weiteren hier unten dann auch noch, kann man natürlich jederzeit ein geschädigtes Kind machen und das dann also auch sozusagen in seiner beruflichen Leistungsfähigkeit entweder ganz, ganz unten ist und ganz null ist oder auf jeden Fall, wenn die Eltern hier liegen sozusagen, dann liegt dann die berufliche Leistungsfähigkeit ganz unten, ja. Aber wenn die meisten Kinder, auch wenn die Mütter viel zu viel interagieren mit dem Smartphone und dadurch das Baby einen Mangel an Interaktion mit der Mutter hat, das ist bestimmt auch schon schädlich irgendwie, aber trotzdem kriegen die meisten Babys doch noch irgendwie Interaktionen ab, die ausreichen dazu, dass die meisten Dinge funktionieren. Und dann ist es eben so, dass hier letztendlich die ganze unsere DNS, unser Genom ein Ungleichheitsgenerator ist, also so viel zu der Linksaußensekte, ja, also die Sekte mit ihrer Gehirnwäsche behauptet also, nein, das ist nicht so, die Natur ist kein Ungleichheitsgenerator, in Wahrheit sind aber, das steht naturwissenschaftlich ganz sicher fest, das Gehirn und das Genom sind beides Ungleichheitsgeneratoren. Ja? Sie erzeugen Ungleichheit und hier, wenn zwei Genies sozusagen ein Kind bekommen, dann wird das Kind auch nicht identisch genial wie die Eltern, sondern wie gesagt, die Unterschiede im Bildungsbereich, wie sie in unseren Gesellschaften möglich sind, führen zu einer kleinen Streuung darum rum. Aber auch die Gene, also das Genom, führt allein schon zu einer Streuung bei den Kindern. Denn es geht immer darum, Unterschiedlichkeit zu produzieren. Ja, das heißt also, die Kinder werden schon aus genetischen Gründen unterschiedlich und dann kommen noch die Umwelteinflüsse dazu. Also die Wissenschaftler, die seriösen Psychologen sagen ja, dass eher so tendenziell bis zu 80% der Varianz sozusagen bei den Menschen eher durch die genetischen Unterschiede erzeugt werden. Die eher links außen orientierten Leute sagen 50%, aber auch schon bei 50% der Varianz bedeutet das, dass also sozusagen die genetischen Unterschiede die
der eine wesentliche Faktor sind und dann noch die Bildungs- und Umweltunterschiede dazukommen. Aber das bedeutet jetzt, wenn ein Kind geboren wird und genetisch sozusagen die Eltern ihm Gene mitliefern und die Kinder streuen, also rund um die Eltern, nehmen wir mal an, die Eltern hätten die gleiche Gehirnleistungsfähigkeit von der Genetik her und von der Erziehung zusammen gehabt, dann streuen eben die Kinder wieder rund um die Eltern herum. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist eine naturwissenschaftliche Tatsache. Der fällt nicht nur dem Newton auf den Kopf angeblich, sondern der fällt nicht weit vom Stamm. Also das heißt, eure ganze Sektenideologie oder diese gesamte Gehirnwäsche der Sekte ist schon mal grundsätzlich falsch. Die Natur ist ungerecht, sie ist ungleich, jeder wird zufällig mit dem geboren, was er hat, niemand kann was dafür, ob er jetzt mit einem wenig leistungsfähigen Gehirn geboren wird und so weiter, und die Gesellschaft kann nur versuchen, eine gute Bildung für jedes Kind zu ermöglichen, aber Studien haben auch gezeigt, dass die Kinder, die genetisch besser ein höher leistungsfähiges Gehirn haben, dass die tatsächlich von Bildung auch meistens 2 bis 3 bis 4 Mal mehr profitieren als Kinder mit einem genetisch wenig leistungsfähigen Gehirn. Und ein Land geht unter, wenn sozusagen dass die Gehirne immer weniger leistungsfähig werden und wenn die Bildung dann auch immer noch schlechter wird und immer mehr Menschen sich von Sekten verführt werden, von der Linksaußensekte und der Rechtsaußensekte verführt werden, dann völlig unrealistisch zu werden. Ne? Jetzt schauen wir doch mal, was zum Beispiel Boris Johnson, also ein erster Bericht im Internet war, dass also Boris Johnson in England mit dem Brexit gerade versucht, England vor diesem Untergang, vor dem Deutschland und Europa stehen, zu retten sozusagen. Was macht Boris Johnson? Boris Johnson geht hin und macht das so wie alle anderen vernünftigen Staaten der Erde auch. Er geht hin und sagt, wir haben jetzt ein Einwanderungsgesetz, was wir jetzt als unabhängiges England endlich machen können und sorgen dafür, dass vom Bildungslevel und also von der beruflichen Leistungsfähigkeit Menschen, die sich hier befinden, überhaupt keinen Zutritt mehr zu England bekommen. Also das heißt, Menschen, die sich auf dieser linken Hälfte hier bekommen, also so sozusagen, da zieht Boris Johnson die Grenze, so wie das wohl Kanada, Australien und all diese anderen klugen Länder längst getan haben. Ja, das heißt, in England soll es jetzt wohl so sein, dass sozusagen man kriegt in England nur noch eine Zuwanderungserlaubnis, wenn man also irgendwie einen nachgewiesenen Job hat, schon gute Englischkenntnisse hat und es war, glaube ich, noch mehr, aber wichtig ist dann noch, und man kriegt dann nur einen Job, wenn man einen überdurchschnittlichen Bildungslevel hat, also berufliche Qualifikation hat und zum Beispiel einen Doktor der Naturwissenschaften hat und des Ingenieursbereichs. Ja? Wir haben bei uns bei den zweiten Scientists for Future 2 gibt es zwar auch einen genialen Philosophen, ja, einen Professor für Philosophie, Professor Claudius Strube, aber der also auch Naturwissenschaft bejaht und das gut findet, dass die Evolutionsbiologie in die Analyse der Gesellschaften reinkommt. Aber eben die Engländer haben vollkommen richtig erkannt, echte Wissenschaft finden wir eben am häufigsten in den Naturwissenschaften und im Ingenieursbereich. Es gibt bei den zweiten Scientists for Future auch einen genialen Ingenieur, den Professor Manfred Mertens, Professor im Ingenieursbereich. Ja.
Und das, da haben die Engländer recht. Das heißt, sie sorgen dafür, dass wirklich nur, dass also nicht Pseudowissenschaftler ins Land kommen, sozusagen, sondern wirklich Naturwissenschaftler, Doktoren der Naturwissenschaft, mindestens, ne? Am liebsten natürlich auch Professoren der Naturwissenschaft, Ingenieure und so weiter. Und also sozusagen, ich würde sogar sagen, und das Einkommen musste überdurchschnittlich sein. Ich würde sogar den Engländern empfehlen, dass es vielleicht, sie sollten darüber nachdenken, vielleicht 30% überdurchschnittliches Einkommen sollte der Job haben, den die Leute kriegen, sozusagen fest zugesichert haben und so weiter. Weil in dem Moment, diese Menschen werden sich erstens nicht nur integrieren, sondern assimilieren. Die werden, sind so intelligent, dass sie verstehen, dass sie in England dann Gäste sind und dass sie als Gäste sich natürlich völlig nahtlos und problemlos als Gäste einfügen in die existierende englische Gesellschaft und sich assimilieren, statt sich nur zu integrieren. Das ist für solche gebildeten Leute völlig selbstverständlich, wenn man zu Gast in ein neues Land kommt. Das ist einfach, das ist, gehört sich an, das ist natürlicher Anstand sozusagen, das gehört sich so. Ja, und dadurch sorgt Johnson dafür, dass in England im Durchschnitt durch diese Zuwanderung der Kompetenten steigt das insgesamte Bildungs- und Beruf, Leistungsfähigkeitsniveau der Engländer und der englischen Wirtschaft dadurch in Zukunft an. Das heißt, diese Wanderdüne wird sich nach rechts hin verändern. Das heißt, die Engländer werden wieder kompetenter und fähiger und leistungsfähiger und werden den Europäern, den Rest Europas wirtschaftlich starke Konkurrenz machen können und werden Europa abhängen sozusagen. Genauso wie alle anderen Länder, die so vorgehen, dass sie Zuwanderung, also nur ab diesem Punkt, also Zuwanderung von Menschen aus aller Welt gerne, aber bitteschön nur aus diesem Qualifikationsbereich. Und dieser Qualifikationsbereich korreliert recht gut mit deren genetischen Intelligenzanteilen und mit deren Ausbildungsniveau sozusagen. Und für die Staaten ist einfach nur wichtig, welche berufliche Qualifikation bringt jemand mit. Und sich auf diese zu konzentrieren, bedeutet, dass man einen automatischen Trend Richtung höhere Leistungsfähigkeit in der Gesellschaft erzeugt. Und in der Evolution gilt ein Gesetz. Hier in der Evolution befindest du dich in einem Land, in dem musst du so schnell laufen, wie du nur kannst, wenn du nicht untergehen willst. Also die Linksaußen und Rechtsaußen, die Sektenindoktrination, es sagt natürlich, das darf so nicht sein, das ist nicht so. Ja? Aber das ist naturwissenschaftlich Fakt sind Fakten und das ist Tatsache und das ist die Realität und diese Sekten, die Linksaußen- und Rechtsaußen-Sekte haben euch eine Gehirnwäsche verpasst und das, das heißt, ihr seid dadurch völlig realitätsfern. Ja, also vielleicht gehe ich mal ganz kurz drauf ein. Also dieses Video soll euch ja aufrufen hier bei den News und Talks für Gebildete und auf der Seite der, ja, ich gehe nochmal zurück, wo ist es, auf der Seite der zweiten Scientists for Future 2, da könnt ihr anfangen zu studieren und euch von der Gehirnwäsche durch die Linksaußen- und Rechtsaußensekte Stück für Stück zu befreien, ja, und dann mit den zweiten Scientist for Future 2 zu kooperieren. Ja, also gehen wir mal hin. Also Greta, also noch eine Randbemerkung zum Asyl. Ja, also dann gehen wir darauf auch noch kurz ein. Ganz selbstverständlich muss Deutschland bei der ganz besonderen riesigen Schuld, die Deutschland auf sich geladen hat, muss Deutschland immer die Weltspitze sein in der Hilfe für Asylbedürftige.
Aber diese Hilfe darf nicht dazu führen, dass das Grundgesetz, was Johnson, Boris Johnson für England gemacht hat, nämlich dass Zuwanderung in ein Land immer nur hier in diesem Bereich geschehen darf. Sozusagen Ausländer welcome, aber bitte das obere Drittel der beruflichen Qualifikation sozusagen, sodass dann damit das durchschnittliche Leistungsniveau der Bevölkerung steigt und sozusagen damit England nicht abgehängt wird. Und dann vielleicht nochmal ein Hinweis. Unsere Welt ist noch nicht so pazifistisch, wie der Mensch von Natur aus und genetisch ist. Das könnt ihr alles hier studieren, wird ja alles erläutert in den Videos, dass der Mensch genetisch eigentlich pazifistisch ist. Aber der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft hat uns alle kriegerisch gemacht und so weiter. Und wenn England, wenn ein Land eben seine Zuwanderung statt hier aus diesem Bereich der Welt sozusagen zu bekommen, seine Zuwanderung aus den unteren zwei Dritteln der Welt bekommt oder aus der unteren Hälfte der Welt bekommt, vom beruflichen Qualifikationsniveau, dann wandert die Normalverteilung nach links und Europa zum Beispiel, Deutschland, Europa wird immer weniger leistungsfähig sozusagen das, was ja die zweiten Scientists for Future 2 anregen, dass jedes Land sich nur noch durch einen reinen Defensiv-Abwehrraketenriegel defensiv schützen sollte und keinerlei Angriffsgefahr von den europäischen Ländern zum Beispiel überhaupt mehr ausgehen sollte, damit die gesamte Welt wirklich ernsthaft abrüsten kann und am Ende wir wirklich alle wieder pazifistisch miteinander leben können. Natürlich, nachdem wir die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus sanft und wissenschaftlich fundiert beendet haben, wie es hier überall zu studieren ist auf den Materialien der zweiten Scientists for Future 2. Dann passiert einfach Folgendes. Also wenn die Zuwanderung von hier kommt, dann passiert Folgendes. Dann werden diese kleinen, blitzschnellen Abwehrraketen, die jedes anfliegende Objekt oder angreifende Panzerobjekt oder so einfach nur stilllegen können. Also so weit, nur so viel Sprengkraft haben, dass sie angreifende Objekte, so weit beschädigen können, dass sie nicht mehr weiter angreifen können. Ja, das wird dann nicht auf höchstem technischen Niveau mehr geschehen und dann werden die Angriffswaffen der anderen Staaten diese Barriere überwinden können, weil die dann einen besseren Hightech-Level haben. Also das heißt, ein solcher Defensiv-Abwehrriegel muss auf allerhöchstem technischen Niveau sein, weswegen dann also ein Land, wo der Abwehrriegel alles abfangen können soll, darf eben nur eine Zuwanderung aus dem obersten Drittel der Welt sozusagen bekommen, ja? Die dann praktisch bei der Integration und bei der Assimilation erfahrungsgemäß auch null Probleme machen, weil die sozusagen ganz selbstverständlich wissen, dass man sich als Gast anständig assimiliert in das Land, in das man kommt, ja? So, jetzt mal ganz kurz dazu, also das findet ihr natürlich hier, das soll ja nur ein Appetizer sein dafür, hier zweite Scientists for Future zum Studium sich zu machen, um sich selbst aus seiner Sekte rauszuziehen, aus der Linksaußensekte und aus der Rechtsaußensekte mit der ihr eigenen Gehirnwäsche. Was ist die Standard-Gehirnwäsche der Rechtsaußensekte? Ein wesentliches ist, dass sie glauben, wenn also ein Händler etwas verkauft oder ein Bäcker und so weiter, dass die, wenn die alle sich selbst egoistisch dienen, also sozusagen, dass sie, wenn sie alle gemein handeln, also für sich selbst den größten Profit versuchen zu erzielen, dass das dann zum Nutzen
der anderen Menschen sei. Das ist dieser neoliberale Aberglaube, die Missinterpretation von Adam Smith mit seiner Invisible Hand. Ja? Die Wahrheit ist aber mittlerweile, ist naturwissenschaftlich bewiesen, es ist genau das Gegenteil der Fall. Also alle Libertären, Rechtsaußen und liberalen Rechtsaußen genau zugehört. Die Links-Mitte-Leute haben recht. Der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft schadet uns allen. Deswegen versucht ja auch die Regierung, versuchen ja auch überall auf der Welt, diesen schädlichen Kapitalismus, diese schädliche soziale Marktwirtschaft irgendwie einzudämmen, was aber nicht gelingen kann. Man kann das Ding nicht eindämmen. Man muss es sanft beenden und zwar naturwissenschaftlich fundiert. Also noch einmal klarzumachen, hier, ein Unternehmen, das nicht all seine Gedankenausbreitungsmacht, seine Manipulationsmacht nicht benutzt, alle Menschen so unglücklich zu machen, dass sie daraus resultierend maximal konsumsüchtig und kaufsüchtig werden. Das stirbt aus, weil in Konkurrenz dazu stehen die anderen Unternehmen hier, das andere Unternehmen, der Unternehmer, das andere Unternehmen, das also all seine Finanzmacht dazu nutzt, dass es zu Evolutionsprozessen kommt, zu manipulativen Evolutionsprozessen in den Gehirnen der Bürger kommt, die ihr Leben zerstören, sie alle unglücklich machen und so weiter. Und das Leben der Weltbevölkerung zerstören, damit aus dem Unglück heraus diese Menschen kaufsüchtiger werden gegenüber Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Schokolade, was auch immer, Urlaubsreisen und so weiter. Das heißt also, es ist bewiesen, im Kapitalismus kann kein Unternehmen sich erfolgreich ausbreiten und viele Nachkommen in die Welt setzen und ernähren und gut platzieren. Es geht ja in der Evolution immer darum, Enkelkinder mit guten Chancen für Weiterverbreitung zu platzieren. Und das können nur Unternehmen, die unser aller Leben zerstören, dadurch maximale Kaufsucht gegenüber ihren Produkten generieren. Also der Kapitalismus, also wenn viele Menschen gemein handeln, entsteht eben nicht das Gemeinwohl, sondern dann entsteht das maximale Unglück der Weltbevölkerung, aus dem heraus sie sich versuchen zu trösten mit maximaler Konsumsucht. Ja? Und das heißt also bitte die Absage, totale Absage, liebe Sektenopfer und Sektenopfer des rechten Bereiches sozusagen. Ja, und dann auch, wie gesagt, Absage, also rein genetisch hier nochmal die Absage an euch Rechtsaußen. Euer Gedanke irgendwie mit Deutschland und das Volk und so weiter, vergesst all das, das ist, es spielt keine Rolle, sozusagen. Ihr alle habt natürlich die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute kommen, die also sozusagen auch ein schlechtes Bildungsniveau haben und keine schlechte berufliche Qualifikation, dass die natürlich mit den normalen deutschen und europäischen Bürgern, mit ihrer schlechten Qualifikation und mit ihrem in Mindestlohnnähe liegenden Einkommen sozusagen, dass die natürlich ganz zu Recht erleben, das ist Konkurrenz für uns. Da kommen lauter Leute, die auch so ein schlechtes Bildungsniveau wie wir selber haben, die sind bereit, vielleicht auch billiger zu arbeiten, den Mindestlohn auch drücken zu lassen durch alle möglichen Tricks und so weiter. Und dann konkurrieren die uns unsere Arbeitsplätze weg und die Gesellschaft kümmert sich gar nicht mehr um uns deutsche und europäische, weniger gut Qualifizierte, sondern man holt einfach aus der Welt sozusagen neue Massen.
lassen dann wenig Qualifizierten rein und die konkurrieren uns aus und da gibt es dann geringere Gehälter und so weiter und daran verdient die Wirtschaft. Da habt ihr vollkommen richtig, dass das falsch ist, ja, denn die zweiten Scientists for Future 2 werden ja das ganze Arbeitsamt so ändern, dass jeder, auch wenig Qualifizierte in Deutschland in Arbeit kommt und weil nämlich die Arbeitsamtmitarbeiter Prämien nur noch dann bekommen, wenn sie möglichst alle untergebracht haben. Für jeden, der untergebracht worden ist in Arbeit, wird es Prämien geben. Also das heißt, wir müssen uns ganz klar und ganz gezielt um die Unqualifizierten in Europa oder wenig Qualifizierten in Europa und Deutschland kümmern. Aber Zuwanderer, die aus diesem Bereich, die nehmen euch keine Arbeitsplätze weg. Die schaffen euch neue Arbeitsplätze. Die sind ein Segen für uns. Und rein genetisch ist es so, dass dadurch Europa und Deutschland keinen Schaden nehmen. Wenn deren Gene in den Genpool reinkommen, ist das wahrscheinlich eine große Bereicherung für uns. Und diese Leute, die dann sich assimilieren, die haben dann oft auch Kinder, die haben dann gemischte Kinder aus sozusagen länger schon in Deutschland lebenden Personen und eben der ausländischen Person und so weiter, dann mischen sich die Gene und das kann durchaus auch sehr vorteilhaft sein. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dann solche Mischehen sozusagen jetzt besonders wenig intelligente Kinder oder wenig leistungsfähige Kinder hätten, sondern das ist eine Befruchtung. Wir wissen in der Biologie, dass jede Art braucht frische Gene sozusagen. Es ist eher in der Natur so, dass wenn irgendwo Engpässe sind und zu wenig frische Gene in eine Gruppe kommen, dass das eher zu Schädigungen in dieser Gruppe führt und so weiter. Die sogenannten Inzuchtdepressionen und so weiter. Also, alle Menschen auf der Welt sind wohl so ähnlich, dass wenn also hier fähige, kompetente Leute, beruflich hochqualifizierte Leute aus aller Welt nach Deutschland und Europa kommen, dann wird das uns eher stärken. Das wird neue Arbeitsplätze schaffen hier für die niedrig Qualifizierten und so weiter. Und das neue Arbeitsamt wird mit nach der Reform, können die sich leichter ihre Prämien verdienen, weil es einfach mehr Arbeitsplätze gibt und so weiter, ja. Also deswegen, liebe Rechtsaußen, die ihr betroffen seid von der Gehirnwäsche der Rechtsaußensekte, ja, also das ist alles Irrtum, was ihr habt, ja. Ihr regt euch über die Zuwanderung zu Recht auf, weil das uns natürlich ruiniert. Zuwanderung, die in dem niedrig qualifizierten Bereich kommt, ruiniert uns natürlich, weil dann die Leistungsfähigkeit Europas und Deutschlands sich nach links bewegt, also schlechter wird und wir dann irgendwann uns militärisch in einer Welt, zum Beispiel mit den Abwehrraketchen, nicht mehr Hightech-mäßig auf dem neuesten Stand sind und dann macht uns sozusagen, irgendein Staat der Erde wird sich dann schon erbarmen, Europa und Deutschland zu überfallen und zu erobern oder auszulöschen oder was auch immer, weil wir nicht mehr auf Hightech-Level sozusagen Abwehrraketen haben können. Also so, und was ist jetzt der große, was sind die zentralen, die Linksaußen, die haben jetzt schon mal den Vorteil, dass sie erkennen, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft abgrundtief schlecht ist. Aber da gibt es so etwas wie auch wieder irgendwie, Eliten sind schlecht, Gebildete sind schlecht, Fähige sind schlecht. Wir alle, wir Sektenmitglieder, also der Linksaußensekte sind, also hier die Linksaußen sind in Wirklichkeit auch leider eben deswegen Sektenopfer, weil sie total einen Bildungsmangel haben und weil sie einen Naturwissenschaftsmangel haben und so weiter. Die Linksaußen und Rechtsaußen, die rekrutieren sich beide aus diesem Bereich hier, ja.
gleichermaßen. Die Linksaußen haben nur den Vorsprung, dass sie richtigerweise ahnen, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft beendet werden muss. Aber so diese Vorstellung, zum Beispiel jetzt, ich mache nur ein Beispiel, ja, dass also die sagen, ja, wir sind ja alle gleich fähig, wir brauchen die Reichen nicht, die Reichen können wir auch totschlagen und umbringen und so weiter und so weiter. In Wirklichkeit würde das bedeuten, dass sie die totschlagen, die die Arbeitsplätze schaffen müssen und die also sozusagen, die würde man umbringen. Dadurch verschiebt sich die Normalverteilung noch weiter nach links und dann wollen diese hier zum Beispiel sagen, ja nö, wir können doch die Unternehmen, die also mühsamst hier Leute aufgebaut haben mit dem höchsten Qualifikationsniveau und Bildungs- und Intelligenzniveau und Gehirnniveau, die diese Unternehmen aufgebaut haben, da glauben die Linksaußensektiere, die Gehirnwäsche hat den Leuten beigebracht, dass sie, wenn sie die Betriebe übernehmen würden, dass sie die genauso gut führen können, da sie ja alle gleich sind, da ja alle gleich intelligent und gleich fähig sind, dass sie in Wirklichkeit würde es so laufen wie in der DDR und der Sowjetunion, in dem Moment, wo die Arbeiter die Entscheidungen in den Betrieben wesentlich übernehmen und nicht nur sozusagen Anregungen liefern, mitdenken und Innovationsideen beibringen und so weiter, aber die Entscheidungen auch übernehmen. In dem Moment werden diese Unternehmen pleite gehen und werden im weltweiten Wettbewerb nicht mehr konkurrenzfähig sein, siehe DDR, siehe Sowjetunion und so weiter. Und das wird alles kaputt machen. Ja? Also das heißt, das ist die Linksaußensekte mit ihrem Wahn sozusagen. Nein, also die Linksaußen, liebe Linksaußen, ihr müsst glücklich sein über jeden, der hier zu uns kommt und jeden, den wir noch erhalten können, der, dass er nicht Deutschland und Europa verlässt und nicht flüchtet aus Deutschland und Europa und so weiter, weil das sind die, die uns unsere Innovationen bringen und so weiter und so weiter. Und dann haben die Linksaußen wieder, die Sekte hat wieder recht, dass natürlich die Schere zwischen Arm und Reich natürlich künstlich groß ist in Europa und in Deutschland und in der Welt und so weiter, dass das sicherlich nicht gut ist. Da sind wir uns auch wieder einig. Mit der naturwissenschaftlich ist das auch wieder völlig klar und zu stützen. Denn die Schere, also wenn hier durch die Beendigung ein Symbol für die Beendigung. Das ist nur ein mögliches Beispiel, wie man den Kapitalismus aussteigen kann, rückwärts aussteigen kann, sanft rückwärts aussteigen kann aus dem Kapitalismus. Das wäre die Einführung der Wohlfühlnoten-Wahlstimme gekoppelt mit den Gesundheitskostendaten der Menschen, sodass also sozusagen jeder, der irgendwie arbeitet in der Gesellschaft, nur noch dann gut verdient und Verdienstzuschläge bekommt, wenn er mir hilft, gesünder und glücklicher und länger zu leben, bis maximal 127 Jahre. Und wer mir eher schadet, der kriegt diese Verdienstzuschläge nicht und wird pleite gehen ab dem Moment der Einführung der Wohlfühlnoten-Wahlstimme würde er pleite gehen und würde aussterben, weil er ja das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen nicht bestmöglich fördert, während andere Firmen, also andere arbeitende Menschen werden das tun, die werden meine Gesundheit und mein Wohlbefinden und meine Langlebigkeit besser fördern und die werden dann sich ausbreiten, werden viele Kinder und Enkelkinder platzieren können mit großen Chancen auf weitere Karrieren und so breitet sich dann sozusagen ein menschenfreundliches wirtschaftliches Handeln aus. Und wir alle dürfen wieder, wo vorher der Kapitalismus unser Lebensglück zerstört hat, damit wir konsumsüchtig werden, wird er jetzt unser Lebensglück maximal, wird die gesamte Industrie unser Lebensglück maximal fördern, weil nur es dann noch Verdienstzuschläge gibt und man nur noch so dann konkurrenzfähig ist in Europa und dann werden wir alle extrem glücklich und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn wir extrem glücklich werden, wer wird dann nach Deutschland strömen? Aus aller Welt werden, wo sind sie?
Aus aller Welt werden Menschen aus diesem Bereich mit ihren Milliarden, die ganzen Milliardäre der Erde, die werden in Deutschland und in Europa leben wollen. Weil jetzt ja dann quasi durch diese Veränderung Europa sozusagen der Ort der Lebenslust, der Lebensfreude und der Lebensglück, des Lebensglückes ist, während der Rest der Welt immer noch der Ort der Volkskrankheit, Depression ist. Ja? Also das heißt, alle Reichen werden nach Europa kommen und wenn es dann gelingt, dass in den Hausarztkommunen sich immer mehr Menschen zusammenfinden, ohne dass man da in irgendeiner Weise, es wird nie irgendein Druck ausgeübt, aber wenn dann manche Menschen anfangen, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich darüber nachzudenken, dass der Mensch eigentlich ein Kommunentier ist, also ein kommunistisches Tier ist, ein sozialistisches, kommunistisches Tier ist sozusagen und eigentlich in Kommunen leben sollte und wenn dann die Milliardäre in Kommunen leben und alles an die Kinder der Gruppe verschenken, ihre Milliarden verschenken an die Frauen und Kinder der Gruppe, was der Naturzustand, dass Männer in der Evolution sozusagen der Naturzustand des Menschen ist, dass sie alles, was sie erwirtschaften und finden in der Welt, an die Frauen und die geliebten Frauen und Kinder ihrer Kommune schenken und verströmen und austeilen, an die alles der Matriarchin vor die Füße legen und so weiter, wie das in echten matriarchalen Kulturen der Fall ist. Der Mensch ist genetisch ein urmatriarchales kommunistisches Tier. Ja, und wenn dann in Europa wieder urmatriarchal kommunistisch gelebt wird, zumindest von einigen und die Milliardäre dort, wenn sie Filme Filmberichte kriegen, wie glücklich die Menschen in Europa leben, dann wollen die alle nach Europa und wollen in diesen Kommunen mitleben und wollen geliebt werden und so weiter. Und dann geht die ganze Normalverteilung in Europa, wandert weiter nach rechts und Europa wird der erfolgreichste Kontinent auf der Erde und wir können dann unseren Pazifismus ausbreiten und die zweiten sein, for Future 2 können dann als nächstes der USA und China helfen, wie sie auch diese glückliche Welt erzeugen. Aber Europa wird immer einen Vorsprung haben, wenn Fridays for Future und Greta Thunberg, wo wir so viel Hoffnung reingesetzt hätten, jetzt so clever wäre und sagen würde, na, wir müssen mit den besten Wissenschaftlern der Erde zusammenarbeiten, ja. Und müssen uns von denen helfen lassen, den Kohlestopp 2026 zu kriegen. Denn, das müssen wir jetzt auch nochmal dazu sagen, ach so, ich hatte, glaube ich, vorhin das Wort Asyl genannt und habe es noch nicht zu Ende gemacht. Dann mache ich das mal schnell. Also noch einmal. Niemals, also Deutschland muss immer das großzügigste Land der Erde pro Kopf der deutschen Bevölkerung, muss Deutschland immer am meisten Geld ausgeben für Flüchtlingsschutz und Asyl und so weiter. Aber natürlich darf dieses Asyl in Zukunft nur ausschließlich darin bestehen, dass Deutschland als erstes Land der Erde im Nachbarland eines Krisengebietes oder Kriegsgebietes ein Flüchtlingslager aufmacht, wo dann die Flüchtlinge auf einem ausreichenden, für Notsituationen ausreichenden Lebensstandard versorgt werden. Aber auf keinen Fall darf es eine Möglichkeit geben, aus solch einem Lager sozusagen nach Deutschland zu kommen. Es sei denn, man gehört zu diesen hochqualifizierten oberen und dem oberen Qualifikationsdrittel der Weltbevölkerung, dann kann man das beantragen und dann würde man dann auch in Europa, in Deutschland, wie in England und Australien und in Kanada auch aufgenommen werden, gerne aufgenommen werden sozusagen. Aber ansonsten darf es keinerlei Möglichkeit geben, aus dem Asyllager, dem deutschen Asyllager, europäischen Asyllager, höchst finanziert von Deutschland, andere Möglichkeit wäre ein gemeinsames UNO
Flüchtlingslager, wo dann Deutschland pro Kopf den größten Anteil wegen der besonderen Schuld der deutschen Vergangenheit und so weiter den höchsten Pro-Kopf-Anteil in diesen UNO-Topf zahlt. Aber wenn die UNO nicht mitzieht, dann macht es und die ganzen anderen Staaten der Welt nicht mitziehen, dann macht halt Deutschland sein Lager auf. Und immer wird Deutschland mehr tun für Flüchtlinge und in Not geraten als andere Länder. Das sind wir der Welt schuldig, nachdem sich Deutschland so schuldig gemacht hat von 1933 bis 1945, das müssen wir zahlen. Aber wir können uns das auch leisten, weil wir durch den Ausstieg aus dem Kapitalismus, ja, durch diesen Ausstieg, diesen sanften Ausstieg aus dem Kapitalismus, wird Deutschland pro Jahr, wir werden nicht nur alle viel glücklicher, wir werden auch alle viel reicher. Das Wirtschaftswunder, vielleicht im ersten Jahr schaffen die zweiten Scientists for Future 2 durch ihre Reformen und das sanfte Rückwärtsaussteigen aus dem Kapitalismus vielleicht nur 50 Milliarden im ersten Jahr. Aber im zweiten Jahr werden schon 100 Milliarden sein und dann geht das immer weiter hoch pro Jahr und dann nach ein paar Jahren werden wir bei 500 Milliarden, also 0,5 Billionen Euro pro Jahr sein, die sozusagen, die uns zur Verfügung stehen, dieses Asyl, diese Asyllager in aller Welt wirklich gut auszustatten, seriös auszustatten. Nicht so, dass sie eine Magnetwirkung haben, nicht so, dass sie die Leute verlocken, dorthin zu gehen, nur weil der Lebensstandard in den deutschen Lagern so viel höher ist als in allen anderen Bereichen der Welt, sondern ein absolutes Minimum wird so seriös und zur Verfügung gestellt, so dass dann also auch wirklich alle dann, wenn der Krieg beendet ist, die Leute auch wieder gerne in ihr Heimatland zurückgehen sozusagen und lieber ins Heimatland zurückgehen, dass man also keine Signalwirkung setzt, Leute, verbringt in Zukunft euer Leben in diesen deutschen Lagern, weil da ist der Lebensstandard höher als im Rest der Welt. Ja? Das darf man natürlich nicht machen, aber der Lebensstandard muss anständig sein. Ja? So, und dann, ja, und Greta Thunberg und Fridays for Future, was machen sie? Ja, die machen natürlich jetzt größten Blödsinn. Ja, sie wollen jetzt Hamburg dazu bringen, sozusagen, dass Hamburg, sozusagen, wo ist es? Ja, hier, dass Hamburg sozusagen klimaneutral werden soll und so weiter. Ohne die 500 Milliarden pro Jahr der zweiten Scientists for Future 2, ohne diese vielen Milliarden Euro pro Jahr, ist es ruinös, Klimaschutz den Vorreiter zu machen. Ja? Also wenn jetzt hier, nehmen wir mal an, Deutschland und Europa machen den Klimaschutz Vorreiter. Deutschland mit seinen lächerlichen 2% an der weltweiten CO2-Ausstoß macht den Klimavorreiter ohne die Hunderten von Milliarden pro Jahr Wirtschaftswunder der zweiten Scientists for Future 2. Dann bedeutet das, dass in Deutschland enorme Gelder verloren gehen, die Menschen ärmer werden, auch sozusagen, und die gesamte Wirtschaft zurückgehen wird und sozusagen Deutschland wirtschaftlich weniger konkurrenzfähig wird und Europa und dann eben schwer geschädigt dabei rauskommen wird. Und dadurch dann die anderen Länder, die also wie China und USA, kurz gesagt, also sich gar nicht interessieren für das Thema Klimaschutz sozusagen, die werden die Geschäfte machen, die werden die Aufträge, ihre Firmen werden viele Mitarbeiter beschäftigen können, die werden Vollbeschäftigung bekommen, in Deutschland wird es Arbeitslosigkeit geben und dann werden die sich ausbreiten, die Länder sich ausbreiten und erfolgreich sein, die beim Klimaschutz sich nicht gerührt haben sozusagen. Nein, den Vorreiter kann Deutschland nur spielen, wenn diese bis zu 500 Milliarden pro Jahr Wirtschaftswunder dazukommen, dann sozusagen kann Deutschland zeigen, ja hoppla, wir haben also zufällig, ist jetzt mittlerweile klar, dass wir also viele Milliarden plus bekommen können
durch die zweiten Scientists for Future 2, durch den sanften naturwissenschaftlichen Ausstieg aus dem Kapitalismus, aus der sozialen Marktwirtschaft. Und dadurch können wir so viel Geld haben wir zur Verfügung, dass wir uns die Vorreiterrolle für Europa oder Deutschland beim Klima leisten können, sozusagen. Und dann der Welt zeigen können, Leute, das ist der Weg. Ahmt uns nach und die zweiten Scientists for Future 2 werden USA und China nur helfen, diese Reformen so gekonnt, wie es nötig ist, umzusetzen, wenn die sich verpflichten, dann die gleiche Intensität beim Klimaschutz zu praktizieren wie vorher. Und das gilt dann für alle anderen Staaten der Erde auch, sodass dann alle anderen Staaten, wird dann genau gemessen, dass die also sozusagen Reform für Reform bekommen, die anderen Staaten nur sozusagen, wenn sie sich zum gleichen Ausmaß von Klimaschutz verpflichten und das dann auch tatsächlich tun. Wobei es ihnen ja nicht wehtut, weil sie ja auch insgesamt gewinnen und immer ein volkswirtschaftliches Plus dabei entsteht, auch wenn sie dann auch selber zum Vorreiter für Klimaschutz werden. Aber da die Greta Thunberg und Fridays for Future im Moment eher sozusagen abgedriften und abrutschen, dass sie sich mit diesem Linksaußen, mit dieser Linksaußensekte von dir infiziert werden und mit Gehirnwäsche infiziert werden, sieht es im Moment leider traurig aus, denn wir haben immer noch keine Anfrage von Greta und von Luisa und so weiter. Also da läuft auch wieder alles schief, deswegen unser Land geht kaputt, Europa geht kaputt, alles geht kaputt. Ja, also um das jetzt abschließend noch einmal klar zu machen. Also gehen wir nochmal durch. Hier. Wir brauchen fähige Denker, egal ob Einstein wirklich einer ist, aber wir brauchen hier, solche Leute braucht das Land. Kopernikus, Kepler, Galilei, Gregor Mendel, Wallace Darwin und ihre Nachfolger hier, die bräuchten wir hier alle in Deutschland. Und hier, das sind ja die in Deutschland und in Europa, in Österreich aktiven, die aktiven Professoren vom Weltrat der Weisen, von den zweiten Scientists for Future 2, von the World's Council of Wise People. Genau, das brauchen wir im Land und sozusagen, das ist das, und Greta und Fridays for Future ruinieren unser Land, wenn sie nicht mit den zweiten Scientists for Future 2 kooperieren, weil sie gar nicht wissen, was das volkswirtschaftlich bedeutet, eine Vorreiterrolle zu machen, ohne bis zu 500 Milliarden Euro Wirtschaftswunder plus gleichzeitig zu haben, das auch allen Menschen eine kleine Steuersenkung ermöglichen würde und so weiter, damit alle auch mitziehen bei der Sache, ne? Und wie gesagt, ja, schauen wir uns nochmal durch. Also Hirn, Herr, lass Hirn regen. Wir brauchen so viel Gehirn wie möglich in Europa. Deutschland, das früher mal als Land der Dichter und Denker bezeichnet würde und mittlerweile eher das Land der Dummen und Deppen geworden ist. Also ja, also liebe Sektierer von rechts außen und links außen. Ihr seid Opfer einer Gehirnwäsche, lasst euch sozusagen befreien, liebt die Fähigen und die Intelligenten, seid euch klar, dass wir die klügsten Menschen aus der gesamten Erde nach Europa verführen müssen zu kommen, das geht am besten, indem wir aussteigen aus dem Kapitalismus, der alles zerstört und hier ein Paradies der Glückseligkeit in Europa schaffen, zu dem alle Milliardäre werden umsiedeln nach Europa, werden ihre Milliarden mitbringen und an die Frauen und Kinder ihrer Kommunen verschenken und dadurch wird der Reichtum sich verströmen an die Gesamtbevölkerung und so weiter. Die Schere zwischen Arm und Reich geht zusammen und wir haben wieder eine gesunde, urmatriarchale, kommunistisch-sozialistische, echt kommunistisch-sozialistisch, superdemokratische Lebensweise ohne all den Quatsch, den Linksaußen, die Sekte, Linksaußensekte im Kopf hat und die Rechtsaußen, die Rechtsaußensekte im Kopf hat, also mit ihrem Bildungsmangel und ihrer Bildungsferne und Wissenschaft, Antiwissenschaftlichkeit. Greta fordert, listen to the science, unite behind the science, aber in Wirklichkeit trifft das Ganze
in eine Sekte, eine Linksaußensekte ab, die von völliger Antiwissenschaftlichkeit gekennzeichnet ist, sozusagen. Antinaturwissenschaftlichkeit gekennzeichnet ist. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt meine Aufgabe erfüllt. Leute, fangt jetzt endlich an zu studieren. Befreit euch von der Gehirnwäsche eurer Sekten, eurer Rechtsaußen- und Linksaußensekten. Für alle Bürger der Welt, fangt an, zweite Scientists for Future 2 zu studieren. Dort findet ihr die Lösung für alle Menschheitsprobleme. Studiert alle Materialien, 321 Videos, hunderte von Seiten in der Homepage an Text und so weiter. Studiert und befreit euch von der Gehirnwäsche eurer Linksaußen- und Rechtsaußensekten. Ja? Und dann wird alles gut. Ja? Und dann kriegen wir ein Wirtschaftswunder und die ganze Welt wird glücklich und gesund. Und wie gesagt, Ausländer aus aller Welt, die kommen aus diesem Bereich, die integrieren sich nicht nur, die assimilieren sich, das sind anständige Menschen, die sind dankbar, dann in Europa sein zu dürfen, in dem glücklichen zukünftigen Europa und Hochleistungs-Europa zu sein und so weiter. Und irgendwann wird die ganze Welt dann pazifistisch und klimaneutral und dann haben wir alle Ziele erreicht, ja? Alles klar, danke schön, tschüssi. Also fangt an zu studieren. Das ist unsere einzige Chance.